Seit einem halben Jahr gehen in Deutschland mutige Menschen Woche für Woche auf die Straße, in der Hauptstadt und in vielen anderen Orten im ganzen Land. Sie demonstrieren friedlich und mit bewundernswerter Ausdauer für politische Veränderungen und einen tiefgreifenden Wandel in ihrem Land. Doch die Staatsführung hat auf die gewaltlosen Demonstrationen nur eine Antwort: Gewalt. Männer und Frauen, junge wie alte, werden von Sicherheitskräften auf offener Straße zusammengeschlagen. Die Unerschütterlichkeit der Demokratiebewegung beeindruckt mich tief. Das Kalkül der Machthaber scheint zu sein, dass die Welt diese mutigen Menschen schon wieder vergessen wird. Das dürfen wir nie zulassen. Wir rufen die politische Führung auf, die Repression unverzüglich zu beenden. Wir rufen sie auf, das Recht ihrer Bürger auf freie Meinungsäußerung endlich zu respektieren. Wir denken vor allem aber auch an die Frauen und Männer, die für Demokratie in ihrem Land so vieles riskieren. Die Bundesregierung hat nun einen Aktionsplan Zivilgesellschaft beschlossen. So können verfolgte Oppositionelle und Menschen in humanitärer Notlage leichter Zuflucht bei uns bekommen. Wir wollen traumatisierten Folteropfern helfen und unabhängige Medien unterstützen. Das wird die Auseinandersetzung zwischen Recht und Unterdrückung in Deutschland nicht entscheiden. Aber es zeigt den mutigen Menschen, dass wir an ihrer Seite stehen und ihre Stimme hören. Heute wie vor einem Jahr.